Ich zeige dir jetzt die Top 10 Einstellungen, die du unbedingt bei deinem neuen Samsung Galaxy S24 Modell vornehmen solltest. Am Ende habe ich auch noch einen mega Bonustipp für dich. Schau das Video also bis zum Schluss. Ich verlose übrigens auch gerade ein S24 Ultra. Wenn du beim Gewinnspiel noch mitmachen willst, dann schau mal in der Beschreibung. Das erste, was du nach dem Einrichten deines S24 vornehmen solltest, ist, ein Software-Update durchzuführen. Denn Samsung hat schon einen Day-One-Patch angekündigt. Dieser soll heute am 23.01. erscheinen. Und daran soll dann unter anderem nochmal die Performance und die Kamera verbessert werden. Gehe also als erstes unbedingt in die Einstellung, scroll dann ganz nach unten zu Software Update. Und hier klickst du dann auf Herunterladen und Installieren. Sobald ein Update verfügbar ist, wird es dir dann hier angezeigt und du kannst es installieren. Ganz neu in der S24-Serie sind da die vielen KI-Features. Diese musst du allerdings erstmal aktivieren. Deswegen geh in die Einstellung, scroll dann runter zu Erweiterte Funktionen und dann hier oben siehst du Moderne KI-Funktionen. Und dann siehst du zum Beispiel hier bei Telefon diese Echtzeitübersetzung. Die musst du hier noch aktivieren. Dann wählst du jetzt zum Beispiel zwei Sprachen aus, klickst hier noch auf Download und erst dann ist diese Funktion in deiner Telefon-App verfügbar. Genauso ist es auch mit den anderen Funktionen. Wenn du zum Beispiel hier die Zusammenfassung im Samsung-Browser nutzen möchtest, die ich richtig genial finde, klick hier auf Samsung Internet, dann auf Zusammenfassen und hier oben aktivierst du das jetzt. Und dann kannst du zum Beispiel einfach hier im Browser auf diese Sterne klicken und dann hier auf Zusammenfassen gehen. Und dann wird dir hier durch die KI eine Zusammenfassung des Artikels generiert. Und das finde ich richtig genial. Ich werde aber nochmal ein separates Video machen, in dem ich alle KI-Features der S24-Reihe vorstelle. Also falls du das nicht verpassen willst, abonniere jetzt gerne kostenlos meinen Kanal. Falls du übrigens noch die traditionellen Navigationsbuttons nutzt, dann würde ich dir empfehlen, auch auf die Navigationsgesten umzusteigen, so wie mittlerweile fast alle Smartphones genutzt werden. Geh dazu in die Einstellung, dann zu Anzeige und dann hier unten zu Navigationsleiste. Hier kannst du jetzt Streichgeste auswählen. Was ich dir auch noch empfehlen würde, ist Circle to Search und Assistenz-App zu aktivieren. Um jetzt zum Homescreen zu kommen, wischst du einfach nach oben. Um zurückzugehen, wischst du einfach von links oder rechts rein. Und um ins Multitasking-Menü zu kommen, wischst du einfach nach oben und hältst dann lange gedrückt. Du kannst dann auch den Google-Assistenten durch einen Wisch von unten links oder unten rechts aktivieren. Und die Circle to Search-Funktion aktivierst du, indem du lange auf den Navigationsbalken den Finger gedrückt hältst. Dann kreist du einfach das Objekt ein. Falls du die Buttons nutzt, dann musst du einfach lange den Home-Button gedrückt halten und dann kannst du das Objekt einkreisen. Ich empfehle dir aber die Navigationsgesten, denn später im Bonustipp werde ich dir zeigen, wie du noch extra Gesten konfigurieren kannst, denen du das Handy mit einer Hand steuern kannst. Als nächstes solltest du deine weiteren Finger einscannen, damit du dein Handy ganz bequem mit deinen Fingern entsperren kannst. Geh dazu in die Einstellung und dann scrollst du runter zu Sicherheit und Datenschutz. Jetzt klickst du hier auf Sperrbildschirm und Fingerabdrücke. Du musst du deinen Code eingeben. Hier oben siehst du dann deinen bereits eingescannten Finger und darunter kannst du einen neuen hinzufügen. Jetzt klickst du einfach auf Registrieren und hebst und senkst jetzt immer wieder deinen Finger. Du kannst übrigens auch jetzt schon andere Finger einscannen. So hast du tatsächlich mit einem Scan deine ganze Hand registriert. Und wenn ich jetzt den Daumen nutze, geht's. Oder den Zeigefinger. Allerdings sind bei der Methode die Finger nicht ganz eingescannt. Das heißt, da kann es dann eher mal zu Fehleingaben kommen. Ich würde diesen Prozess einfach noch zwei, dreimal wiederholen mit den anderen freien Slots. Ebenfalls solltest du auch hier noch die Gesichtsentsperrung aktivieren. Damit kannst du dein Gerät noch schneller entsperren. Geh dazu wieder in die Einstellung. Scroll runter zu Sicherheit und Datenschutz. Dann zu Sperrbildschirm. Sperrbildschirm. Gib wieder deinen Code ein. Und dann siehst du hier unten schon Gesicht. Jetzt musst du einfach dein Gesicht scannen, weil wir jetzt OK drücken. Wenn wir jetzt unser Gerät einfach entsperren und angucken, siehst du, entsperrt es super schnell. Das ist allerdings nur eine 2D-Gesichtsentsperrung. Das kann also theoretisch mit einem Foto überwunden werden. Dessen solltest du dir bewusst sein. Und ebenfalls unter Sicherheit und Datenschutz kannst du noch bei biometrischen Daten mal schauen. Hier kannst du nämlich den Übergangs-Entsperreffekt deaktivieren. Und wenn ich das Handy jetzt mit meinem Gesicht entsperre, dann siehst du, ist diese Entsperranimation komplett weg. Und das Handy wird noch schneller entsperrt. Als nächstes widmen wir uns mal dem Homescreen. Das erste, was ich mir mache, ist, fünf Icons einzustellen. Ziehe dazu einfach zwei Finger zusammen und gehe dann auf Einstellung. Und dann siehst du hier oben Startbildschirmgitter. Und da wählen wir jetzt 5x6. Jetzt hast du also hier viel mehr Platz für andere Apps. Und dann ändere ich noch das Wallpaper. Dazu ziehen wir auch wieder zwei Finger zusammen. Gehen auf Hintergrund und Stil. Hintergrundbild ändern. Ich wähle jetzt eins von meinen eigenen Wallpapern aus.
Klicke auf OK und komme dann hier noch zur Konfiguration des Sperrbildschirms. Und hier hat sich auch einiges getan mit der One UI 6.1. Zum einen kannst du hier, wenn du auf die Uhr klickst, die Uhr im Stil ändern. Also wenn du zum Beispiel lieber eine digitale Uhr möchtest, kannst du die hier wählen. Oder es gibt so eine vertikale Uhr, so eine. Such dir einfach eine aus, die dir gefällt. Dann kannst du natürlich die Größe noch ändern. Und natürlich hier unten noch die Farbe. Und wenn du hier nach unten scrollst, kannst du hier Wetterinformationen anzeigen, aktivieren. Dann siehst du hier unten rechts auch immer sofort, wie viel Grad es draußen ist. Das ist eine richtig geniale Funktion. Als nächstes kannst du ja noch Widgets hinzufügen, das ist auch neu. Wenn du da draufklickst, siehst du zum Beispiel solche kleinen Widgets. Keine Ahnung, wo ich das schon mal gesehen habe. Die kannst du einfach hinzufügen, indem du da draufklickst. Hier zum Beispiel noch ein paar Wetterinformationen. Dann bietet dein Sperrbildschirm jetzt schon noch mehr Informationen. Außerdem kannst du hier noch die Benachrichtigungsvorschau dir anzeigen lassen. Ich wähle mehr Details, da siehst du auch direkt in der Vorschau, was der Inhalt der Nachricht ist. Oder du wählst dir nur Symbole aus oder gar keine. Ansonsten kannst du hier unten noch die Lockscreen-Widgets anpassen. Hier links kannst du zum Beispiel wählen, was damit verknüpft sein soll, ob du da schnell die Kamera starten willst, die Taschenlampe oder eine ganz andere App. Kannst du einfach dann hier aussuchen. Und genau dasselbe geht dann auch hier rechts. Außerdem kannst du unten noch dann einen kleinen Text hinzufügen. Ganz neu sind jetzt auch die Rahmen und Effekte. Wenn wir da draufklicken, können wir hier so verschiedene Rahmen hinzufügen. Auch die Farbe ändern. So siehst du, der Hintergrund lässt sich also jetzt noch weiter personalisieren. Und wenn du hier Effekte auswählst, dann kannst du hier so durchwischen und dann wird dein Wallpaper noch ein bisschen eingefärbt. Kannst du hier nochmal eine Farbe wählen und dann auch den Stil noch ein bisschen anpassen. Und wenn du dann fertig bist, klickst du einfach auf OK. Dann sieht unser Sperrbildschirm jetzt so aus und wenn wir es jetzt entsperren, ist das hier unser Homescreen. Jetzt können wir allerdings noch die Icons in der Farbe von dem Wallpaper einfärben. Dazu ziehen wir wieder zwei Finger zusammen, gehen auf Hintergrund und Stil, wählen Farbpalette aus, aktivieren das hier. Und dann musst du hier unten noch Palette auf App-Symbole anwenden, aktivieren. Und dann kannst du dir hier eine Farbe aussuchen. Ich nehme jetzt mal die, klickst auf Anwenden. Und jetzt haben wir ja schon mal einen einheitlicheren Look. Wenn du jetzt noch diese Uhr haben willst, die ich immer nutze, dann lade die App Google Uhr aus dem Play Store runter. Und dann halte wieder einen Finger gedrückt, geh auf Widgets, dann zur Uhr. Hier hast du sie, dann ziehst du sie auf den Homescreen und veränderst noch die Größe. Und jetzt hast du diesen einheitlichen Unicolor-Look, mit dem dein Smartphone richtig stylisch aussieht. Und gerade mit dem Titan-Wallpaper aus meiner Kollektion hast du dann hier einen richtig einheitlichen Look. Das gefällt mir schon viel besser als vorher. Wenn du die Wallpaper auch haben willst, dann biete ich jetzt auch gerade aktuell 10% Rabatt. Gib einfach im Warenkorb den Code S24ULTRA ein. Dann kannst du in den nächsten 48 Stunden nochmal ein bisschen Geld sparen. Den Link zu den Wallpapern findest du unten in der Beschreibung. Es gibt aber jetzt noch eine neue Lockscreen-Funktion. Und zwar kannst du dir im Lockscreen auch automatisch so eine Animation vom aktuellen Wetter anzeigen lassen. Das musst du allerdings erst aktivieren. Geh dazu in die Einstellung. Scroll dann ganz runter, hier zu erweiterte Funktion und dann hier Labs. Jetzt gehst du ja Foto-Umgebungshintergrund und aktivierst die Funktion. Um das zu aktivieren, ziehst du zwei Finger zusammen, gehst auf Hintergrundbild und Stil, dann auf Hintergrundbild ändern und dann gehst du hier unten zu Kreativ-Foto-Ambiente. Jetzt wählst du dein Wallpaper aus. Wenn du jetzt hier auf Play drückst, dann siehst du hier schon, wie der Effekt aussieht. Das ist jetzt hier gerade eine Regenvorschau, hier ist so eine Schneevorschau. Genau, dann drückst du einfach noch auf OK. Und wenn es jetzt regnet oder schneit, dann hast du in deinem Lockscreen auch diese Animation, die wir eben gesehen haben. Wenn du ein S24 Plus oder S24 Ultra hast, dann bieten diese Handys auch eine QHD Plus Auflösung, das heißt nochmal ein schärferes Bild. Die Funktion ist standardmäßig aber nicht aktiviert. Ich empfehle es dir aber auf jeden Fall zu aktivieren, da das Bild vom Display einfach dann noch besser aussieht. Geh dazu in die Einstellung, dann zu Anzeige und dann scrollst du hier runter bis zu Bildschirmauflösung. Hier siehst du es dann, QHD Plus, da klickst du drauf und ganz wichtig, klickst auch noch auf Anwenden. Und gerade kleiner Text, wie jetzt zum Beispiel hier auf dieser Nachrichtenseite, der wird dann noch besser lesbar, weil die Pixeldichte einfach jetzt noch höher ist. Auch bei Videos wirst du den Unterschied merken, wenn du diese jetzt auf 1440p anschaust. In die Anzeigeeinstellung solltest du aber nochmal gehen. Hier gibt es nämlich noch einige weitere Funktionen, die sehr wichtig sind. Zum einen gibt es hier noch den Dark Mode, der ist standardmäßig auch nicht aktiviert. Dadurch wird dein ganzes Display einfach schwarz geschaltet. Das ist abends angenehmer fürs Auge und schont nochmal den Akku. Mein Tipp ist aber, geh hier nochmal in die Einstellung und dann kannst du hier einen Zeitplan festlegen, zum Beispiel Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Dann wird dein Handy automatisch dunkel geschaltet, sobald es draußen dunkel ist. Neu ist auch der adaptive Farbton. Wenn du das aktivierst, dann passt sich das Display auch ein bisschen ans Umgebungslicht an. Du siehst, das Display ist jetzt ein bisschen gelblich geworden, weil ich bei mir im Zimmer hier gelbes Licht habe. Außerdem kannst du in den Anzeigeeinstellungen, wenn du ganz runter scrollst, hier das Always-On-Display aktivieren. Dazu setzen wir einfach den Haken hier rechts
Und dann gibt es auch eine neue Funktion, die Sperrbildschirm-Hintergrundanzeige. Wenn du das aktivierst, dann wird der Bildschirmhintergrund von deinem AOD so leicht gedimmt. Und das Display ist jetzt nicht komplett schwarz. Das wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Akku ziehen, als wenn das Display komplett schwarz ist. Aber es ist halt eine neue Funktion und du kannst es auch gerne ausprobieren, wenn du das willst. Auch diese Funktion ist ganz neu. Dein S24-Handy unterstützt auch Dolby Atmos. Leider ist diese Funktion auch standardmäßig nicht aktiviert, deswegen musst du das erst selber vornehmen. Geh dazu wieder in die Einstellung, dann zu Töne und Vibration, scroll ganz runter und dann siehst du hier Tonqualität und Effekte. Dann aktivierst du einmal Dolby Atmos und auch hier Dolby Atmos für Spiele. Jetzt klingt der Ton einfach noch immersiver, noch klarer und noch besser. Wenn du standardmäßig zweimal den Power-Button drückst, aktiviert sich bei mir die Taschenlampe. Ich finde das viel praktischer als die Kamera. Die kann ich auch über die Quick Links unten in dem Sperrbildschirm aktivieren. Wenn du den Power-Button auch umbelegen willst, geh einfach in die Einstellung, scroll dann runter zu erweiterte Funktionen und dann geh hier auf Funktionstaste. Hier siehst du dann zweimal drücken. Da kannst du einmal den Kameraschnellstart auswählen, das ist die Standardfunktion. Oder du klickst hier auf App öffnen, dann hier aufs Zahnrad und wählst dann hier zum Beispiel Taschenlampe. Du kannst auch einstellen, dass wenn du den Power-Button lange drückst, der Google Assistant gestartet wird. Das ist allerdings ein bisschen umständlicher und das werde ich in einem anderen Video erklären. Also abonniere mich gerne, wenn du das nicht verpassen willst. Jetzt kommen wir zum Bonustipp. Und zwar kannst du, weil du die Navigationsgesten aktiviert hast, nicht nur von links und rechts reinwischen, um zurückzugehen, sondern mit One-Hand Operation Plus auch zum Beispiel schräg nach unten wischen oder zum Beispiel zum Homescreen kommen. Oder schräg nach oben wischen, um zur letzten App zu kommen. Oder lange wischen, um zum Multitasking-Menü zu kommen. So kannst du dein Handy mit einer Hand komplett steuern. Das ist der Game Changer und ich zeige dir jetzt, wie du es aktivierst. Geh dazu in den Samsung Galaxy Store. Das ist der hier. Geh dann oben auf die Suche und tipp GoodLock ein. Das installierst du dann hier einmal und dann öffnest du die App. Jetzt gehst du hier unten auf Live ab und wählst dann hier One-Hand Operation Plus aus. Das ist ein Zusatzmodul, was du dann auch erstmal installieren musst. Nachdem du es dann geöffnet hast, aktivierst du es hier oben rechts und dann kannst du hier den linken und den rechten Pfeil konfigurieren. Klickst du einmal drauf, dann siehst du schon hier die Gesten. Schräg oben, schräg unten und zur Seite. Bei schräg unten habe ich dann einfach hier Home-Taste ausgewählt und bei schräg oben vorige App. Auch kannst du hier ein langes Streichen konfigurieren, das ist auch genial. Da habe ich zum Beispiel hier links aktuelle Anwendungen aktiviert. Schräg nach oben Quick Tools und schräg nach unten Benachrichtigungsfeld. Also wenn ich jetzt hier schräg nach unten lange halte, komme ich zu den Notifications. Wenn ich schräg nach oben halte, habe ich hier so ein Quick Panel Menü, da kann ich zum Beispiel jetzt gleich einen Screenshot erstellen. Wenn ich lange nach links wische, komme ich zum Multitasking Menü. Wenn ich kurz nach unten wische, komme ich nach Home und schräg nach oben zur letzt geöffneten App. So kann ich also mein komplettes Handy mit einer Hand bedienen. Das ist so viel komfortabler, als immer nach unten zu wischen. Probier es aus. One-Hand Operation Plus ist der Game Changer. Falls du jetzt noch mehr Tipps und Tricks haben möchtest, dann kann ich dir noch meinen Samsung Galaxy Einsteigerkurs empfehlen. Ich habe 50 Videos aufgenommen, in denen ich dir alles erkläre von A bis Z. Schau einfach mal in der Beschreibung, da habe ich dir den Kurs verlinkt. Jetzt interessiert mich noch deine Meinung. Hast du noch einen Lieblingstipp? Schreib ihn gerne in die Kommentare. Folg mir auch gerne auf Social Media für mehr Wahnsinn Behind the Scenes und vergiss nicht beim Gewinnspiel teilzunehmen. Alle Infos findest du in der Beschreibung. Jetzt kannst du links klicken, da kommst du zum Gewinnspiel oder klicke rechts, da kommst du zum anderen Video. Los, klick drauf. Es lohnt sich.